hier? Das ist doch ein Wildschwein, oder? Ein großes Wildschwein. Guck mal, Asterix, da. Nein, Obelix, du kannst es nicht essen. Ich kann das nicht essen? Es ist doch ein Bär, sieh es dir doch an. Aber man kann doch alles essen. Aber der sieht richtig niedlich aus in dem schönen Gehege. Aber wie kommt der eigentlich an sein Futter ran? Oder wie krabbelt der denn die Bäume da hoch? Guck doch mal da. Wie kommt denn der da hin? Oder warum ist der denn alleine? Ach, ich bin so verwirrt. Dann solltest du am besten die Kinder fragen. Die wissen das wahrscheinlich. Miraculix. So, jetzt die Frage an euch, liebe Kinder. Wie kommt der Bär eigentlich an sein Futter? Und wie krabbelt er diesen Baum rauf? Und hat der Bär eigentlich Freunde? Oder lebt er alleine?